Hallo, herzlich willkommen zu der nächsten Portal-Folge. Wir spielen heute wieder Portal. Wir haben ja gesagt, dass wir es weitermachen und natürlich wieder mit Robin. Ist schon ein bisschen lang her, aber ich bin auch dabei. Naja, es ist jetzt immer so lang her wie von der letzten Folge auf die vorletzte Folge. Ne? Ja, that's right, but I haven't get. Du hast any. Eine Invitation. Ja, aber nicht im Spiel, sondern haben nur den Ton bekommen. Na toll. Was machst du denn schon wieder? Klicken, um beizutreten. Ah, jetzt. Okay, wir haben wieder unseren schönen Ladescreen. Ladescreen. Ah, ja, jetzt. Das funktioniert auch im Spiel, oder? Ja. Von mir aus, da was meinst. Ich hätte. Boah, leck. So weit kommt. Nach eurem Kalibrierung. Och, nicht schon wieder. Warum laberst du eigentlich immer das gleiche her und es laggt? Bei mir ein bisschen. So ist gerade halt so. Spites of Death, so nennt man die, glaube ich. 04, jetzt hör doch auf rumzulabern. Ach, wir sind immer bei 4, okay. Mach. Komm. Och, nö. Was ist jetzt? Es ist sehr laggig. Was muss ich machen? Bei mir funktioniert Portal immer. Ja, es ist nicht so dauerleckig, aber es gibt so kleine Lags. Jetzt läuft's. Ich hätte vielleicht doch nicht 2K aufnehmen sollen. Da kommen wir auch gleich mal zu dem Thema Auflösung. Robin, kurz anfangen zu labern. Ja, gestern, also wo wir das aufnehmen, gestern wurden die neuen Nvidia-Grafikkarten vorgestellt. Und ich vermute mal, dass ich mir davon eine kaufen werde. Ich habe ja jetzt einen 4K-Monitor und ich würde gerne Material auf YouTube in 4K bringen. Sprich Portal. Und in 60 FPS und nicht rumleck. 4K 60 FPS. Was natürlich eine enorme Rechenleistung braucht, aber ich denke, die Grafikkarte sollte das schaffen. Meinst du, ich soll noch die Aufnahme stoppen und in 1080p weiter aufnehmen, weil es leckt, bis es das gibt, halt so immer lags? Bisschen nervig, oder? Weiß ich, wenn man die ganze Zeit meine Sicht zieht, aber. Ja, es ist halt so, jetzt läuft's. Es ist, ich glaube, es nur, wenn die Maps geladen werden, aber machen wir jetzt mal. Okay, hallo Level. Ich weiß ja nicht. Hier haben wir hier so ein Teil, wir können hier so durchgehen. Okay, was passiert da? Hier geht auf jeden Fall Sachen kaputt. Fällt da oben irgendwas runter? Wo ist denn der Cube? Ich glaube, du hast gleich kaputt gemacht, kann das sein? Nee. Ich kann nicht richtig zoomen, so kurz. Ja, ist. Nee. aber. Was können wir denn überhaupt sonst machen? Ja, wir müssen da irgendwo hochkommen. Aber was gibt's denn da rechts? Warte mal, da rechts gibt's doch was. Ich schau auch mal. Oh, scheiße. Ja, da gibt's was, Tim. Lass mich mal nochmal da raus und dann gehe ich mal darüber. Okay? Mach's mal nochmal, wie es gerade war. Das war so richtig unprofessionell. Ja, wenn ich jetzt mal kurz in einem anderen Fenster. Ach, warte mal. Komm ich dann so da rein? Okay, und jetzt lass mal so. Warte mal, ich bin gerade nicht im Portal. Portal? Komm ich da jetzt runter? Oh ja, funktioniert. Jetzt ab. Okay, einen Cube oder irgendwas? Ja, was? Nein! Ja. Ich hab einfach nicht aufgepasst gerade. Dieser scheiß Felder, die nerven sowas von. Okay, nochmal. Ja, geh mal einfach rein, ich bin jetzt hier oben. Ja, aber ich werde dann zerquatscht. Dann geht halt ein Portal weg. Nee, ich setz ja dann was hin. Hey, warte ja, mal. Ich würde ja direkt hier nach runterfallen, hier. Guck da.
Ach, ich kann hier nicht durchschießen, oder doch? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Was passiert denn hier überhaupt? Ja, Orange, wir sind allein. Blue hört dich nicht. Furchtbar, wirklich. Böse ich kann es andersrum machen. Was bringt mir das? Welche blöde, böse kleine Maschine? Wow, hey. Ah, achso, du kannst mich saugen. Das ist cool. Ja klar, saug mich jetzt mal ein. Ja. Mach weiter mit dem Saugen, mach weiter mit dem Saugen. Naja, das ist ja logisch jetzt. Okay, Elsa. Warte mal. Ich muss es gerade überlegen. Da hier dein rotes einfach hin. Blau. Rotes hin. Rote! Blau, warum sag ich blau? Ja. Ach, und das war's schon. Ja. Gibt hier gar kein Cube. Ach, du machst es so, okay. Okay, das war ja gar nicht so schwer. Fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Komm jetzt! Wir wollen noch weiterkommen heute. Ja. Lardas hat mal wieder was Lustiges zu mir gesagt. Zu dir wahrscheinlich auch. Die sagt irgendwie immer unterschiedliche Sachen, glaube ich, zu uns. Was hat sie zu dir gesagt? Dass du schlecht über mich geredet hast. Und dass ich sonst nicht zur nächsten Abbaustation komme. Ja. Ja, hat sie bei mir auch gesagt. Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, wow, dass ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören, testen wir weiter. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen, als wärt ihr nur Maschinen. Was ist das hier denn jetzt? Oh Gott, das sieht kompliziert aus. Und zwar richtig kompliziert. Wow. Okay, wir müssen uns erstmal orientieren. Wohin wollen wir überhaupt? Warte mal nochmal. Also ich kann dich hier innen hin und her teleportieren. Oh, kommst du da rein? Ja, glaub so. Na? Nett. So richtig. Die müssen wir doch irgendwie einklappen können. Hier, du musst das ja ausklappen. Was? Dieses Ding. Also diese Linie. Das da. Wohin führt denn diese Linie? Ja, aber wie komme ich denn da drauf? Wohin führt denn die Linie überhaupt? Warte mal. Ach so, da. Dahin führt die Linie. Warte mal, wie kommt man denn da drauf? Bin ich jetzt komplett blöd? Wow. Hey. Ah, ich weiß wie. Hier. Put mal hier das, hier den Stream hin. Also dieses blaue Ding da. Ach, da ist auch ein. Aber da kann ich es ja nicht hin tun. Warte. Ach, doch, kann ich. Warte. So, und jetzt musstest du nehmen. Ah, von der anderen Seite. Ja. Nur so funktioniert's. So, jetzt kannst du reingehen. Ich kann sogar hochgehen, aber ich werde, das passiert halt. Ich kann da hoch, aber nicht sehr viel weit. Aber jetzt bist du ja da. Ach so, ja. Und jetzt? Und jetzt kann ich's umdrehen. Spring rein und dann dreh ich's um und dann kannst du auf die andere Plattform. Ah, und dann kann ich da drauf drücken. Aha, wir sind gut. Kann man den Fof eigentlich umstellen? Und jetzt kann ich rausgehen. Kann man den Fof eigentlich umstellen? Ah ja, cool. Und was passiert jetzt, wenn ich da reingehe? Dann? Das kann man gar nicht. Ne, man kann den Fof nicht umstellen. Den Tim, mach mal nochmal auf. Ja. Ja, okay, was kannst du da oben machen? Keine Ahnung, hier ist die Tür, mehr nicht.
Okay, dann muss ich jetzt auch mich noch da hochschießen. Wie geht das? Ich bräuchte den Cube hierfür. Tim? Ja. Ich kann das hier machen. Das ist, denke ich mal, das, was uns weiterhelfen wird. Das heißt, du springst jetzt einfach mal in diese Röhre. Und, wow. Und was kann ich, wo, ah ja, warte mal. Nein, geht ja nimmer. Doch, du setzt sie jetzt einmal hier hin und bleibst. Scheiße. Ups. Da hast du dich aber jetzt versetzt, ne? Ja. Aber so funktioniert's. Warte mal, wo warst du? Kommst du da wieder hin? Scheiße, kommst du nicht, ne? Doch, doch. Ich komm da wieder rein. Irgendwie. Oh. Doch, doch. Wie bin ich da vorne reinkommen? Indem ich es umgedreht habe. Das heißt aber, ich war da gestanden. Warte, nein, es geht schon noch. Ich weiß, wie es geht. Nein. Aber warte ich. Nein, bleib da oben. Ich weiß, ich. Das kann nicht sein, das ist, kommt euch schon irgendwie wieder hin. Glaub ich nicht. Na toll. Du musst irgendwie auf diese Plattform kommen, das schaffst du nicht, ne? Nee. Das heißt, ich komme wieder runter. Weil ich kann nur das hier wieder nehmen. Und das hier kann ich hier irgendwo hinsetzen. Oh, da kommst du. Ja, mach das mal. Ja, genau. Setz es doch mal dahin. Oh. Kannst du das irgendwie wegtun, das Ding? Ah, jetzt so. Hast es doch. Ja. Tut mir leid, dass ich so dumm war. Bro, das war's ja schon. Ja, logisch. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große. Jetzt müssen wir aber schon noch kurz was machen. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas. Entzweien? Hat es das bei dir auch gerade gesagt? Ja. Meine Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Wir haben gar kein Gehirn. Wir können nur 001 lesen. 0101. Ja, wir sind zu dumm. Was ist 1100? Als Dezimalzahl. Ich kann keine Dezimalzahlen. Umrechnen. Es ist 8421. Mhm. Wenn es 4 Bit hat. Das heißt, es ist 12. 1100. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Kleine Herausforderung? Ja, eigentlich freuen wir uns schon, ja, würde ich sagen. Aber es sieht echt sau kompliziert aus. Ich dachte gerade, dass das schon kompliziert war. Wir haben hier etwas, wir haben hier etwas. Es geht nur in die Decke. Du kannst was umdrehen. Okay, wir müssen irgendwie da rüberkommen. Aber wir müssen uns darüber schießen. Ja, wir kommen da rein und was. Ja, ja, warte. Hilfe! Guck mal, wir müssen uns hier reinschießen. Hier muss ich. Ich will da rein. Warte, ich hab's schon. Warte. Kann nichts mehr machen. Du musst jetzt nur irgendwelche Knöpfe drücken. Hi. Hey, wie bist du jetzt da so schnell reingekommen? Ach, da unten. Jetzt musst du. Kannst du irgendwie diese Dinger bewegen oder wie werden die gesteuert? Welche? Die Kaputtmacher. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Small problems hier. Was ist, wenn ich noch zu dir komme? Gar nichts. Warte mal. Wow. Bringt es dir was? Durchaus. Die machen ja gar nichts. So, und jetzt muss ich es umdrehen. Nein. Doch. Nein. Du schießt es da hin und ich dreh es um. Geil, ich muss dich jetzt da durchlotsen. Ja, toll. Scheiße, wieder umdrehen. Ja, du musst es nach unten, da unten reinsetzen. Ah ja, okay. Hey. Und du fällst dann einfach nach unten. Okay, umdrehen. Oh, scheiße. Umdrehen.
Wow! Oh! Oh. Ja, und jetzt musst du nach oben. Hey! Was wollte das denn jetzt? Okay. Und das da oben geht auch immer mal wieder. Pass auf, bring mich zurück, schnell! Robin! Hab den Punkt nicht gefunden, der war so weit weg. Du bist so schlau! Bring mich zurück, schnell! Robin! Du bist so schlau! Ja, das kannst du wieder machen. Aber wir wissen, wie es funktioniert. Oh. Hey! Schön. Yes. Oh, oh, oben! Umdrehen! Ich dachte... Umgedreht lassen. Sag mir. Umgedreht lassen. Oh. Das ist Turret. Scheiße. Wow. Ach so, scheiße. Ich schaff's aber, die auszusetzen. So, fertig. Sehr cool, du hast jetzt einen Cube. Muss ich das jetzt noch zurückbringen? Nein, du musst den jetzt zurückfördern, Robin. Ja, aber wie kommst du da wieder hoch? So. Oh, scheiße. Scheiße, ich hab's falsch vorhin angesetzt. Ich hab's falsch vorhin angesetzt. Wir können wieder von vorne anfangen. Wie willst du sterben? Gute Frage. LOL, die haben uns gerade getrappt, kann das sein? Eigentlich gibt's keine Traps in diesem Spiel. Ist also komplett, dass du feststeckst. Kann ich da irgendwie... Ach komm! Gibt's da irgendeine Möglichkeit sonst noch, meinst du? Also ich habe jetzt halt das falsche Portal gesetzt. Ich kann hier oben relativ wenig machen. Hä? Aber wir müssen auch irgendwie jetzt wieder zurückkommen. Was können wir überhaupt machen? Können wir zurück zum Hub gehen? Könnten wir gehen? Warte mal, ist da oben irgendwo Glas? Schmeiß sie einfach um. Ja, ist noch. Okay. So, jetzt sage ich. Portal setzen. Hä? Ich habe das rote. Du musst es. Ah, du hast schon geschaut, wirklich. Ayo. So, und jetzt?
muss ich irgendwie den Cube da hochbringen. Hallo, nimm den Cube, nimm den! Was auch immer. Was lass ihn jetzt hier fallen. Nein, lass mich, ich lasse ihn auf der weißen, ich tue ihn grün auf die weiße Fläche und kannst ihn hochholen. Und wie will ja. ich den da hochholen? Da drauf, den Portal und hier. Wow. Ach, was soll ich machen? Ja, so. Nimm den Cube raus. Thanks. Okay. Holy moly! Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir uns doch rüberschleudern. Ich teste aber erstmal, wie das geht. Kein Bock auf dich. Okay, das geht so. Komm, hast du was geändert? Nein. Badeli Butz! Nice! Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standardtestverlaufs. Komm, wir machen noch den außerhalb. Ich will den außerhalb noch machen. So, wir haben uns entschieden, hier einen Cut zu machen, weil es wäre jetzt noch viel zu lang geworden. Deswegen in der nächsten Folge tun wir noch den Rest von dieser Folge rein, weil wir haben einfach viel zu lang aufgenommen. Und dann, ja, seht ihr den in der nächsten Folge und natürlich in der nächsten Folge noch natürlich noch mal was dazu tun. Also, das ist jetzt das Ende. Ciao.